Ich mach dich fertig. Niemals. Kannst jetzt mal losgehen? Boah, Alter, so schnell. Kannst jetzt davon. Oh, noch einer. Oh. Versuch mal, die Atemkollision zu vermeiden. Oh. 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 Der hat keine Gnade, wa? Keine Gnade. Okay, mir schlecht. Okay, Joel, wie habe ich das gemacht? Gut. Kannst du noch schlafen jetzt nachts? Ja. Komm her, Joel, habe ich dich besiegt? Nein. Du hast mich besiegt? Ja. Na, guck mal, das bist eher du. Aha. Und ich bin da dieser Jet, der gerade am Himmel vorbeigedüst ist. Nein, du bist der Zwerg. Okay, jetzt fragt ihr euch, was machen wir hier überhaupt? Boah. Der kleine Frechdachs hat mich mit Kugeln voll. Kann man da sagen, wie der Sohn, so der Vater? Ja, kann man sagen. Ronny ist quasi mit vier, wie sagt man, Familienmitglied des imperialen Freizeitgeschäft. Man kann sich erklären, wie die Familie. Ist ja eine große Familie, ja, genau. Genau, der Großfamilie gehört dieser Freizeitpark hier in Germendorf. Sommer! Der hat geplatzt! Und in diesem Freizeitdorf gibt es aber auch Gewässer. Ja. Und wir wissen nicht, ob es da auch Fische drin gibt. Es gibt Fische, ja. Okay, ja. Wir wissen. Ein, zwei Fische gibt es, ja. Was kann man denn hier so fangen in diesem Freizeitpark? Ja, also für die Raubfischangler ist natürlich der Hecht und der Barsch interessant. Für die Plumpser haben wir halt den Karpfen, große Brassen und Schleien. Ja, die obligatorische Rotfeder und Plötze natürlich auch. Ja, und du sitzt hier quasi, wenn du nicht arbeiten musst, immer hier und fängst quasi deine Karpfen. Genau. Oder versuchst es. Genau. Ich finde es richtig spannend. Ich war schon immer in so einem Vergnügungsfest. Das ist für mich so ein Kindheitstraum. Ja. Wenn man so durchgegangen ist, man hat die Gewässer gesehen, da waren immer Fische und so weiter. Dann denkt man, okay. Und Mutti sagt immer, die darfst nicht angeln, ist verboten. Aber ist ja auch richtig. Ist auch verboten, aber nicht, wenn man zur Familie gehört. Dann darf man. Richtig, aber man darf auch offiziell an einigen Stellen hier. Wir haben ja am Eingangsbereich 12 Stege, von denen aus geangelt werden kann. Da muss man eine Eintrittskarte bezahlen und zusätzliche Angelkarte dafür kaufen und dann darf man hier angeln. Aber wir da dürfen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch angeln, wo noch nie ein Angler zuvor gesehen wurde. Nämlich zwischen, Leute, haltet euch fest, Dinosauriern. Ja, auch bei den Dinos sehen wir angeln, ja. Und das werden wir jetzt machen, das ist richtig geil, aber wir werden nicht wie normale Menschen laufen, sondern wir werden mit einem Golfkran rumfahren. Okay, Joel, bist du bereit? Ja. Du nimmst diesen Wagen, ich nehme den. Hopp, rein in die Kiste. Ben, wie ist heute deine Strategie? So, es geht los, Leute. So, hier hat er mich getroffen, überall. Der kleine Barbare. So, Leute, seid ihr bereit? Ja. Ich kann euch nicht hören, seid ihr bereit? Ja. Die Hupe da unten? Ja. Oder nach oben. Oder nach oben. Ist doch egal. Doch. Boah, Junge. Na, hier sind 1000 Menschen um uns rum. Mach einfach nach hinten. So. Fahr ein bisschen schneller. Noch schneller? Bist du wahnsinnig? Mann, ist das schnell, wa? Leute, habt ihr schon mal so einen schnellen Fahrer gesehen wie mich? Hier fährt sogar eine Eisenbahn lang, Leute. Ja. Das machen wir mal, oder? Ja. Nick. Und hier drüben sind die Koi-Karpfen. Koi-Karpfen? Leute, wir haben hier Koi-Karpfen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir die rausangeln dürfen. Ben, auf was angelst du hier immer? Hechte. Und welche Größe fängst du immer so? Ich hab noch gar keinen gefangen. Mein größter Hecht war 1,5 Meter bis 1,10 Meter. Das war bei den Affen da hinten. Ich fange sonst immer nur Anstecker. Nee, ich habe nur einen Hecht gefangen. Der war 1 Meter. Was? Ihr seid schon richtige Angler. Man glaubt euch kein Wort. 1 Meter Hecht? Ja. Schwörst du in die Kamera? Ja, ich schwöre, ich habe 1 Meter Hecht gefangen. Kannst du es bezeugen? Nein, das war, glaube ich, nicht dabei. Wer kann denn deinen Meterhecht bezeugen? Aber wer hat das gesehen? Irgendjemand muss es doch gesehen haben. Ich war allein unterwegs. Hier sind Mini-Pferde. Mini-Pferde. Leute, und hier in dem See sind hier auch Fische drin? Ja. Nicht wirklich. Okay, Leute, an welchen Geheimspot führt ihr uns gerade? Siehst du den Baum da hinten? Welchen von den 100.000? Wie bitte? Kann ich mal die Kamera halten? Und dann? Einfach halten. Aber, und was passiert dann? Nichts.
Okay, nachher, versprochen. Da kommen auch schon Faust drauf. Sind aus wie du? Die wollten uns angreifen. Ronny, das ist so geil, das machen wir jetzt nur noch. Schlüssel weg, weil die Zuschauer klauen es ja immer. Ronny, was passiert, wenn man den Schlüssel so stecken lässt? Da fahren die Leute los. Also haben wir schon ein paar Mal gehabt, da ich hier stand, habe geworfen und auf mich geguckt habe, waren halt nur noch die Rücklichter gesehen. Im Park, also man kann nicht weg damit. Einfach genommen, ja? Einfach doch auch so. Wussten wir doch nicht, dass man das nicht machen darf. Da bin ich ja mal gespannt, was man in diesem Freizeitpark hier fangen kann. Dort sitzen die Hechte? Ja. Ben hat gerade gefragt, wann geht die Kamera los? Jetzt, lieber Ben, Feuer frei! Wer zuerst einen bekommt, der hat gewonnen. Also ich würde Naturfarben nehmen. Orangenschwanz auf jeden Fall wichtig. Welche Fischarten zu erwarten? Mit jetzt Hecht probieren oder halt ein paar Barsche ärgern, ja? Barsch geht immer. Wie sieht es mit Hecht gerade aus? Ja, ist ein bisschen schwer. Eher so die kleinen Fische, die jetzt gerade beißen. Aber ansonsten, ja, der Große kann immer einsteigen. Was ist der Größte, der hier jemals gefangen wurde? 1,22 Meter. 1,22 Meter? Ja. Hier in diesem Tümpel? Hier in diesem Tümpel. Ich selbst bin bei 1,07 Meter. Das ist ja nun wirklich mal richtig krass. Also hier sind so 3 Meter Tiefe, die tiefste Stelle. Okay, dann mache ich das mal. Dann mache ich erstmal ordentlich einen Gummifisch dran. Ja, ich mache den anderen ran. Komm, mach meinen Erfolgshechtköder ran. Den gibt es aber, wenn überhaupt, nur noch. Wo, Konrad? Bei Hypefishing? Ja. Weißt du warum? Weil die Farbe nicht mehr hergestellt wird. Und dann haben wir gesagt, was? Und dann haben sie extra für uns nochmal eine Charge hinterher gemacht. Ben, das ist kein Fisch, das ist nur Gemüse. Also wir fahren jetzt die Richtung ab oder wir laufen die Richtung ab, holen dann die Autos und suchen uns die nächste Stelle. So, also im Golf. Ah, da hat er gebissen, habt ihr gesehen? Nein, scheiße. Direkt wir haben hier vorne einen Hecht gesehen. So. So, wie ist denn deine Strategie gerade? Mit dem kleinen Fisch vielleicht einen bisschen größeren Barsch dort hinten zu fahren. So, erste Stelle hat fast ein Hecht gebracht, leider nicht ordentlich angeschlagen. Aber jetzt wechseln wir nochmal, ne? Da wechselst du heimlich den Köder, hast du gesagt, ja? Mhm, wenn der Fisch sitzt, dann beißt er höchstwahrscheinlich. Was für ein Fisch sollte denn da sitzen, deiner Meinung nach? Also sehr oft sitzen da große Schleie und Barsche. Also einmal saßen da 3-4 Hechte. Da bin ich ja mal gespannt. Ich würde jetzt erstmal überhaupt einen Fisch nehmen, um mich zu entschneidern. Wie fühlt sich das an, dass das mal alles deins sein wird irgendwann? Gut. Ja? Ja. Und dann denkst du auch an mich, ne? Ja. Okay, spring rein, junger Mann. Sonst fragen sich deine Eltern nachher, wo du bist. Nee, muss hinten rein. Ach so, Schlüssel, ja? Nicht auf mich. Warum nicht? So, hoch. Habe ich jetzt alles? Ja, wa? Ich glaube, ja. Handbremse. Boah, geil. Wir könnten nur noch das machen hier, wirklich. Das macht so einen Spaß. Nachher, wenn die Leute weg sind, alle aus dem Park. Danach kann ich euch ja mal schauen. Du willst uns fahren? Ja. Willst du uns umbringen oder was? Nee. Wir fahren zum nächsten Spot. Das ist so geil, dass wir nicht zum nächsten Spot gehen, der 50 Meter weiter weg ist, sondern dass wir hinfahren. Genau. Joel ist schon vorgerannt. Und Joel, steht er da? Ich habe hier vorne eine Plätze gefunden, aber die ist in der Luft abgegangen. Schlüssel raus, damit keiner wegfährt. So, weiter geht's, Leute. Komm, zack. Du lässt sie nicht fallen? Kriegst du es hin? Was ist ein PB? Weißt du, ein PB ist? Ja. Mein PB? Mhm. Mein Hecht-PB oder mein Barsch-PB? Hecht. 1,20 Meter oder sowas. Wie groß ist dein größter Hecht? 1 Meter. War der vorhin nicht noch 1,05 Meter? So, und du möchtest jetzt der Kameramann sein, ja? Mhm. Kannst du es besser als der Konrad? Der nickt einfach nur, Leute. Ihr könnt es natürlich nicht hören. Komm schon. Und hattest du schon was? Nein. Ich bin der Kameramann. Ich gehe an den Spot, weil ich neue Fische fangen will. Und wie ist deine Strategie? Weiß ich noch nicht. Ich hab einen Fisch auf. Guck dir das an. Aber schön gehakt. Die Haken gucken schön raus. Guck mal, wie schön, dass ich gehakt hat. Wow, Junge, nicht schlecht. Also schon noch klein, aber der Fisch muss ja auch zum Angler passen. Aber wo ist denn tolles Käppi, sag mal? Im Auto, glaube ich. In der Ecke.
Eine E-Karre. Sag mal, Ben, was ist deine Strategie? Weiß ich nicht. Wie alt bist du, Ben? 7. 7? Dann kommst du jetzt in die 2. Klasse. Ich bin. Du bist schon in der 2. Klasse. Ich komme in die 3. Was ist dein Lieblingsfach? Mathe. Möchtest du mal Mathe studieren? Mhm. Hat schon wieder einen. Schön. Boah, guck mal, kommt einer hinterher. Siehst du den? Ist einer hinterhergekommen, direkt. Ach, die ganze der ist da Zeit. Vorne. Ja, und jetzt ist er aber wieder abgehauen. Der ist da lang geschwommen. Ich wollte ihn noch quasi wie so ein Maske hier holen, aber zack. Auch wieder ein schöner 60er. Schade. Das ist eine Stelle, wo immer große Fische beißen. Also 2 Mittel-90er sind die auf jeden Fall. Mhm. Und gemetert haben wir hier auch schon, ja. Es ist ja jetzt quasi noch sehr warm geworden. War ja eigentlich nicht so geplant vom Wetter, wa? Nee, so ganz war das mit dem Wetter nicht abgesprochen. Das heißt, wir müssen erstmal was essen gehen, weil sonst Konrad die Kamera einfach sozusagen übergibt an Ben und abhaut. Und da wir ja kollegial sind und abends eh besser beißt. Hunger! Ja, ich weiß. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, Leute. Von 6 Stunden Angelzeit, falsch, Filmzeit, geht quasi die Hälfte fürs Essen rauf. Ein weiteres Viertel für die ganze Moderation und so weiter. Und der Rest ist Angelzeit. Man könnte hier so schön viele Fische rausballern, aber nein, die Prioritäten sind ganz klar gesetzt. Richtig. Schöner Curry essen. Ich liebe Curry, wenn sie ordentlich ist. Ich fahre. Leute, jetzt passiert was, was sozusagen möglicherweise ich nicht überleben werde. Nämlich, Konrad wird fahren. Andere Seite einsteigen, Konrad. Konrad, du wirst jetzt hier wirklich fahren, Schlüssel. Ja? Du hast noch nicht mal einen Führerschein. Schlüssel. Konrad! Oh Gott! Er bringt uns ja, essen! Was ich noch sagen wollte. Was denn? Bringt uns um. Komm, High Five. Hier ist umgekippt. Nein! Aber irgendwas ist doch ungefähr. Ja, das andere Bier von dem da. Walla Krise. Ben, wie ist mein Name? Weiß nicht. Dort der Stock im Wasser. Ja? Und dort sitzen die. Die, wer sitzt da? Die Hechte. Da sitzen die Hechte? Ja, und hier vorne sind auch ab und zu große Schleier. Boah. Wollt nur mal gucken, ob ihr aufpasst. Alter, ich bin nicht angeschnallt, Konrad. Wie sicher fühlt ihr euch? Von 1 bis 10, 0. Boah. Was habt ihr Konrad, das Einzige, was ihr macht, ist hier das. Duff, 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 die Eisenbahn. Gut, wir sind da, Leute, jetzt wird gegessen. Ah! Ben, ah! Ah! Bitte besetzt den Tisch. Genau das hat er gemacht. Was machst du hier? Ich sitze auf dem Tisch. Also ist wirklich ordentlich. Sieht doch wirklich lecker aus. Ja. Oh, mit Mangosoße. Ich nehme das mit Mangosoße. Hühnerfleisch mit Mangosoße. Hühnchencross, Ente-Cross. Gute Idee. Das ist geil. Also man kann hier alles machen. Man kann hier schaukeln. Butterfly, genau. Kennt sich aus. So, hier ist Mayo für alle. Und angeln. Ketchup. Oh, Ketchup ist alle. Ein leckeres Curry. Perle, das Ding hier, oder wie sagst du dazu immer? Ja, der hier redet. Läuft das schon, aber. Oh, stopp! Mein Handy. Fast mein Handy verloren, Leute. Wisst ihr, was in diesem Handy alles drin ist? Mein ganzes Leben. Wir sind das A-Team. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden. Sie helfen anderen, die in Not sind. Ein kleinen Mitgroß. Eingepackt, wie ein großer bist du. So, hier, dein Gerät wieder, wa? Jawohl. Mann! Vorsicht! Immer schön mit der Ruhe. Okay, Leute, also nach dem Essen schon gestärkt, geht jetzt los auf die Brücke. Normalerweise darf man nicht von Brücken angeln, aber ich glaube, hier ist es erlaubt. Ich habe gestern hier 2 große Eimer Garlic-Murmeln abgekippt. Komplett weg alles. Ach. Guck mal hier, die ganze Fläche, was hier, wo jetzt freigefressen ist, ist alles, lag alles voll mit Murmeln gestern. Ist ja krass. So, vorwärts, Kameraden. Ben, was ist deine Strategie? Weiß ich noch nicht. Wann, als ich den Barsch gefangen habe, habe ich immer die Taktik gemacht. Immer schon. Ja, guck mal, hast du einen. Fisch. Oh, Joel macht uns fertig hier. Ah, gut, kleiner Barsch. Naja, besser kleiner als kein. Naja, warte mal, mein Jutter. Ich hatte schon 2 Hechte drauf. Sag mal, Ben. Ja? Wie ist deine Strategie eigentlich? Weiß ich noch nicht. Geht uns beiden ähnlich. Fisch! Leute, da ist der erste. Hecht. Habt ihr schon mal so einen großen Fisch gesehen hier? Zack. Oder nicht? Boah. Also, soll man fein. Mal sagen, wa? Klein, aber fein. Dass quasi in so einem Freizeitpark keine Fische drin sind. Kleiner Ihr irrt euch. Diese Strategie hast du mir wohl verraten, ja. Sehr gut gemacht, lieber Ben. Das ist ja krass. Und das alles zwischen den
Gästen und Buhnen und so. Was ist hier, Leute? Kriege ich keinen Applaus oder was? Hey! Ich bin extra ins Freizeitpark gekommen, wegen des Applauses. Die Begeisterung sprüht noch nicht aus allen Poren hier. Das bedeutet aber wiederum, ist ein gutes Zeichen, weil normalerweise heißt das, dass sie noch viel, viel, viel größere drin sind. Weil sonst hätten jetzt alle gesagt, wow, krass, habe ich noch nie gesehen. Aber das war eher so, kannst du mal abschütteln im Wasser? So Leute, hier, ja, Spieleparadies. Selten auf die Ponys kannst du. Das ist deine Abteilung. Nein, wir sind schon da, Leute. Ich habe euch hier ganz sicher hierher verfrachtet. So, und hier sind auch Hunde verbunden. Ist nicht eigentlich von Brückenangeln verboten? Ja, man soll hier nicht von den Brückenangeln. Das ist hier Opa seine letzte Ruhestätte. Hier im Hintergrund ist der Opa begraben. Hier sind so die Brücken. Aber wenn man Eichholz heißt und mit Vicky angeln geht, dann darf man auch mal vom Steg oder von der Brücke werfen. Sehr schön. Ja, hier habe ich vor 14 Tagen, ich denke 14 Tage, hier aus der Ecke hier unten einen Meter rausgepopelt. Boah, hier aus? Ja, direkt hier unten unter dem. Darf ich da mal hinschmeißen? Mal werf. Gut. Wenn mich so auf. Das wäre natürlich krass, so ein schöner Meterhecht hier aus dem Freizeitpark. Das ist ja unglaublich. Au, ja, da ist er. Ich hab ihn. Schöner. Ein schöner Fisch. Und da ist er, Leute. Richtig geil. Alter, Junge. Hast du auch gesehen, ne? Ja, richtig geil. Und der geil. Hat davor gebissen. Und das rausgekommen aus dem Wasser. Da habe ich ihn verpasst. Und jetzt habe ich ihn, hoffentlich, wenn er jetzt hier nicht im Kraut. Oh, Leute. Also, was sagt er dazu? Joel. Ja? 2-0? 2-0. Nein. 2-0. Ich habe drei Fische insgesamt gefangen. Und nur zwei. Ja, Moment. Aber meine sind ja 10-mal so groß wie deine. Trotzdem. Ja, ja. So, was sagt er dazu, Leute? Hm? Das ist der Köder, den gibt es auch bei Halbfishing, diesem System hier. Und natürlich Easy Shiner. Und Leute, der zweite Hecht. Ha? Ja, guter Hecht. Und das bei den Bedingungen, ganz wenig Wasser bis oben, Kraut an die Oberfläche. Aber ich sag mal so, wa? Ich habe aber immer noch die mehr Fische. Hast du schon Angelschein? Nö. Nö, siehst du. Du musst, und wenn, dann machst du den mit IGA5 bei Fishing King, ne? Ja? Ja. Oh, der Fischkill ist ja wohl durch, oder was? Da muss ein neuer ran. So, jetzt haben wir die Ecke hier abgefischt. Bist du erstmal zufrieden soweit? Ja. Wollen wir mal gucken, was die Saurias. Die Saurier? Die Saurians, was die so machen? Ja. Ja? Können wir? Ja? Ich könnte hier noch 2, 3, 4 rausholen. Ja. Wenn ihr wollt. Müssen wir sagen, wann, wie viel und wie groß? Nein, Spaß. Ja, gerne Saurier, Leute. Hier gibt es nämlich Saurier und die machen Geräusche und bewegen sich. Tyrannosaurus frech. Frech. Du bist frech. Ich habe eine Geschichte gehört, dass da zwei Hechte wohnen, die mindestens 600 Karpfen aufgefressen haben. Wir wissen nicht, ob sie alle weg sind, alle 600 Karpfen, aber die haben auf jeden Fall eine Menge Karpfen gefressen. Da wurden 600 kleine Karpfen reingesetzt, weil nicht gewusst wurde, dass da auch Hechte drin sind. Und die haben sich natürlich gefreut, weil die haben jetzt so einen Bauch. Die sehen jetzt nämlich aus wie Karpfen. Und ich darf fahren? Du musst fahren. Yes! Da wird nicht mehr selber gefahren, heute wird fahren gelassen. Oh, guck mal! Ja, wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Komm mal her. Ja, hm? Oh, ihr seid ja süß. Jetzt hast du sie verscheucht. Schade. Du würdest jetzt sagen, du hast sie nicht verscheucht? Die sind vorhin ganz alleine weggerannt, ne? Ja, weil die vor Menschen Angst haben, manche nicht. Ja. Oh, David Wenzel. David, was machst du hier? So, jetzt darfst du fahren, oder was? Ja, also macht überhaupt keinen Sinn. Handbremse. Guck mal hier. Guck mal bitte, hier ist das, die schönen Dinosaurier. Welcher bewegt sich? Der hier, direkt vor dir. Der bewegt sich, ja? Kann man da reingehen? Muss man da Geld reinschmeißen, dass er sich bewegt? Nee, aber der... Victor Dammwild, Vorsicht! Ein Dinosaurier! Ein lebendiger Dinosaurier! Ach, guck mal! Oh nein! Oh, guck mal, riesig! So sehen die in Wirklichkeit aus, ja? Ja. Da oben sitzt sogar ein Vogel auf dem Dinosaurier drauf. Ja. Aber es sieht schon geil aus, wenn hier diese Dinosaurier so stehen. Stopp! Mal ein Foto. 3, 2, 1.
Wer filmt jetzt? Ich. Gut. Warum ist denn diese Kamera so schief, sag mal? Hält die jemand anderes? Ja. Wer denn? Du? Ja. Victor, ja? Wie lange angelst du schon? Ich angel schon ungefähr jetzt 30 Jahre, fast. Wie sehr magst du deine Videos? Sehr. Sind die besten Videos, wo es gibt. Oder? Ja. Ja. Wenn Joel das sagt, dann stimmt das wohl. Mhm. Mhm. Oh. Ah, genau. Mein Fuß. Joel, wie lange angelst du schon? Lass mich Ruhe. Okay. Wie lange angelst du schon? Oh, ich angel schon so lange, so alt wie du bist. Da habe ich angefangen zu angeln. Wie viele Jahre? Naja, wenn du jetzt 7 bist, dann angel ich jetzt quasi 38 Jahre. Länger als Victor. Na, Victor ist ja auch noch ein jungscher Spund. Okay, ich übernehme wieder. Hast du gut gemacht. Okay, wir machen mal ganz schnell 2 Würfe hier beim Oktopus, Leute. Ach, guck mal hier. Das ist wie in so einem wilden Western, weißt du, wenn so die Pferde vorbeirennen. Das sind zwar kleine Rehe, aber trotzdem. Ist ja fast das Gleiche. Guck mal, das sieht doch eigentlich ganz geil aus. Weißt du? Wenn ich Hecht wäre, würde ich mich genau unter der Krake verstecken. Ganz schön viele Arme, wa? Dass die überleben kann, wundert mich. Hm? So, komm, wir gehen zum Karpfenkillerteich. Der ist gleich gegenüber. Die Story ist wirklich ungelogen. Der Opa hat 300 kleine Karpfen reingesetzt, um die dort aufzuziehen. Und irgendwann waren sie alle weg. Also ist ein kleiner Tümpel, da waren 300 Karpfen drin, alle weg. Und nicht tot oder so, sondern einfach weg. Das heißt, irgendein Fisch wohnt in diesem Teich. Ein riesiger Hecht oder zwei, die alle weggeflankt haben. Und da gehen wir jetzt hin. Genau diese Hechte wollen wir holen. Oh, warte. Guck mal, wie viel Kraut hier drin ist. Scheiße. Ja, das ist der Killerkarpfenteich. Hier sind die ganzen Karpfen drin. Hätte ich jetzt gerne die kleinen Hechte rausgeangelt. Wieso klein? Naja, klein, mittelgroß. Meinst du einfach mal 1-2 Würfe machen? Ja. Wenn wir schon mal da sind. Wenn wir den weiten Weg schon mal gegangen sind. Da war ein Fisch. Kotzen ja auch immer alle Fische. Ah, da ist er. Ich hab ihn. Barsch. Ein Barsch? Also wenn das ein Barsch ist. Ich versuch's, aber es wird schwierig. Oh, wenn das ein Barsch gewesen wäre. Leute, wir haben den Killer gehabt. Wir haben den Killerhecht. Aus dem. Neben den Dinosauriern da vorne. Neben dem Hai. Der hat schon sein Maß. Guck mal, hier zwischen kriege ich ihn noch durch. Da kommst du doch lang, genau. Und jetzt ziehst du ihn einfach hier durch. Vielleicht kriegen wir den. Ja, komm dran. Ich hab dich. Und da drinnen? Und? Und hoch? Hoch? Zack, da haben wir ihn. Da ist er. Der hat sein Maß. Hohoho. Ho. Ronny, dritter Fisch hier mitten im Freizeitpark. Geil, geil, geil. Ich hatte wirklich Angst, dass dieser Hai, der hier um die Ecke guckt, dass der mich hier noch irgendwie auffrisst oder so. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir raus, den setzen wir in den anderen See rüber. Ja. Welchen? In den bei da? Kannst du da hinsetzen? Du darfst den aussuchen, wo du den hinsetzt, kannst du den aussuchen. Bei der Krake? Gerne. So. Der ist schon größer, wa? Hast du schon mal so einen großen Hecht gesehen, Joel? Nein. Nein? Noch nie nicht. Wow. Geil. Sehr geil. Petri, hey. Petri, Dank. Sehr, sehr schön. Ja, wollen wir den gleich hier vorne reinlassen? Ja. Er wird jetzt umgesetzt, der Fisch. Die Schleien werden sich extrem doll jetzt freuen. Guck mal, der ist schon auf der Lauer jetzt. Der sucht schon okay. Neues Revier. Es ist schon geil, muss ich sagen. Es ist halt so anders einfach. So in so einem Dinosaurierpark zu angeln. Es gibt nämlich noch andere Fischarten, Leute, nämlich. Ja, gibt's Mörderkarpfen. Was war der größte, den du jemals gefangen hast? Hier? Ja. Das war ein Graskarpfen mit 27 Kilo. 27 Kilo, Leute, mal 2 sind 54 Pfund. 54 Pfund, ja. Ja. Und das ist schon krass, muss ich sagen. Ja. Ansonsten sind wir auch hier bin ich mit den anderen Fischen auch bei den Karpfen, auch über 20 Kilo bei jeder anderen Sorte, also Spieler und Schuppi.
Also wie gesagt, das ist aber, dürfen wir mal nicht vergessen, dass wir hier angeln, an Stellen angeln, wo normalerweise niemand angeln darf. Ne? Das darf man nicht vergessen, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ne, das ist wirklich eine... Ja, aber ich meine, umso schöner ist es ja für die Leute, dass sie jetzt auch mal quasi erfahren, was sie sonst nie erfahren würden, durch unsere Hände, wissen die jetzt, was so quasi hier so rumschwimmt. Also das wäre nochmal eine geile Aktion, hier über nachts allein im Tierpark, im Freizeitpark, das zu machen. Um mal zu erfahren, was noch hier drin ist. Gut, na dann, Feuer frei, wa? Der Ben aber besser fahren, wa? Ben, würdest du besser fahren? Ja. Oh, komm, ich übernehme das Steuer, ja? Komm. Gut, hier. Katzensprache. Leute, der Park ist schon geschlossen. Und normalerweise wäre es jetzt kein Problem. Aber Joel muss jetzt nach Hause, weil morgen ist Schule. Heute ist nämlich Sonntag. So, lieber Joel, vielen Dank, dass du mich hier rumgeführt hast, so geguidet hast. Das war mir eine Freude und eine Ehre. Du wirst allen deinen Freunden davon berichten, morgen in der Schule. Ja. Komm, Joel, ich schenke dir noch was. Boah, Geschenke, Joel. Den Wobbler? Ja. Nee, den habe ich verloren. Okay, den habe ich dir damit auch geschenkt, ja? Ja. Sonst hätte ich dir auch noch einen anderen geschenkt, aber... Ach komm, hier. Dankeschön. Bitteschön. Joel kriegt ja richtig viele geschenkt. Ja, Joel ist ja auch sozusagen, ist auch der Besitzer dieses Parks hier. Nee, du bald? Ja, aber bald. Haben wir's. Haben uns verabschiedet. Also, kleiner Mann, mach's gut. Tschüssi. Vicky, die sehen nun aber wirklich aus wie du. Nee. Doch. Also so süß so. Ah! So süß so. Ah! Kann es sein, dass hier Strom auf dem Zaun ist? Ja. Alter! Das war ja. Alter, Junge! Alter, das habe ich ja lange nicht gespürt, so einen Schmerz. Das zittert immer noch. So, Tür öffnet sich. Mensch. Von Fokus hast du auch noch nicht gehört. Ich bin kein Kameramann. Aber jetzt mal ganz kurz bitte. Wie geil ist es, diesen Freizeitpark jetzt nur für uns zu haben? Es ist richtig geil. Wenn man also. Kindheitstraum? Ja. Eigentlich wäre das so, weißt du, nachts Freizeitpark, nur für sich allein alles ausprobieren, außer die Sachen, die einem schlecht machen. Aber die entscheidende Frage ist doch, Ben, beim Fahren jetzt, was war deine Strategie? Weiß ich nicht. Du als erstes einen Fisch fängst, kriegst du das. Oh. Kann ich das mal sehen nochmal bitte? Und wenn Victor und wenn du... Nicht wenn Victor, so machen wir's. Perfekter Deal. Zack, und los nicht, geht's. Und wenn nicht, dann kriege ich 3 Gummifische von dir geschenkt. Okay, Deal. Haha. Guck mal, ich hab einen. Yes! Heute beißen nur die Zähne, wa? Egal, ich hab gerade 3 Euro gewonnen. 3 Euro? Ja, von deinem Sohn. Warum? Er hat die Wette vorgeschlagen, Wettschulden sind Ehrenschulden. Oh ja, das ist natürlich Benni. Musst du selber abblechen, die Kohle, ne? Die hat er in seiner Tasche, hab ich schon gesehen. Schön. Willst du mal eine Route dafür halten? Ja, der vierte, aber der wertvollste, weil wie gesagt, ich hab's einfach, hab dem Kleinen einfach gezeigt, wo der Hammer ist. So. Und weder ist noch 1 Cent in der Tasche drin. Guck noch mal rein. So, das zähle ich auch noch mal durch, was ich heute verdient habe. Okay, gut. Also, was ist das hier? Ein Teddybär-Münze? Noch eine Teddybär-Münze? Das ist Treibsand. 50, 70, 80, 90, 1,10, 1,20, 1,20. Naja, ich sag mal was. Das ist nochmal doppelt gelohnt, würde ich sagen. Also die Sonne geht unter, wir hatten einen richtig lustigen Tag, Ronny, würde ich sagen. War lustig, ja. Wir haben sogar was geangelt im Freizeitpark, also zwischen den ganzen Dinosauriern, Fahrgeschäften. Wir haben schon gegessen. Alter. Ich habe die 2 kleinen Göhren so richtig abgezogen. Wie habe ich das gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Der Arme ist weiter. Also wenn ihr auch mal hierher kommen wollt zum Fahrgeschäft, fahren. Also ich meine, ich habe gehört, es gibt einen Autoscooter. Wo es natürlich jetzt einen Highscore sozusagen
schon existiert, der nicht mehr geknackt werden kann. Habt ihr gesehen, wie ich den, ne, fertig gemacht habe? Und zwischen den ganzen Dinosauriern. Und das sind echte Dinosaurier, also keine echten, aber sie sind live richtig und ihr könnt richtig auch was lernen. Also es ist nicht nur sozusagen so angucken, sondern ja, ein Lehrpfad ist dazu, natürlich, klar. Und schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr dann auch den Link zu dem wunderschönen Park in Germdorf in der Nähe von Berlin. Entschuldigung. Oranienburg. In der Nähe von Oranienburg. In der Nähe von Berlin. Dieses komische Berlin in der Nähe. Und ihr könnt auch angeln an einigen Stellen. Ja. Wir haben hier ein gutes Angelangebot, also mit mehreren Stegen, von denen man aus fischen kann, wenn man so ein bisschen stippen möchte. Mama und die Kinder gehen in den Park und Papa setzt sich hin und angelt. Perfekt. Also genau das wollte ich sagen. Für die ganze Familie einfach was dabei. Und wir machen noch eine Wette, genau. Vielen Dank. Und wir kommen wieder. Und dann heißt es, nachts allein im Freizeitpark. Und da bin ich mal gespannt, was hier nachts wirklich noch in den Gewässern rauszuholen ist. Das finde ich wirklich krass. Ja. Gut, aber ein paar Würfel mache ich noch. Ja, mach mal. Jetzt bin ich heiß. Deine Mutter verkaufen. Ja, okay. Danke.